Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Dark Souls. Meine Lieben, ich habe hier ein bisschen Seelen gesammelt, weil ich von dieser Waffe hier, von diesem Blitzspeer, einfach total begeistert bin. Diese Waffe ist einfach der Shit. So, ich habe hier was vor, was mir beim Leveln aufgefallen ist und ich bin mutig geworden und ich möchte was ausprobieren. Doch bevor ich das tue, werde ich erstmal hier aufsteigen. Und zwar werde ich mich dann auch hier für die Stärke entscheiden. Oder? Soll ich mich für die Stärke entscheiden? Beweglichkeit? Kondition? Die Kondition, ne? Ich entscheide mich für die Kondition. So. Dann bin ich hier jetzt auch ein bisschen schneller unterwegs und so. Ne? Sollte man meinen. So, jetzt möchte ich euch mal was zeigen. Ich hoffe, das gelingt mir hier jetzt. Das wäre richtig toll, weil... Ah, nee, funktioniert nicht. Moment, hier bei ihm vielleicht. Ah, jetzt ist er weggesprungen. Schade. Weil Elektrizität leitet, ja. Und wir Menschen oder Toten, wie auch immer, die leiten hier auch. Und wenn man hier einen... hier den Blitzeffekt, ja, zufügt. Und jemand steht nebendran, dann ist er automatisch auch dran. Ne, weil... es leitet und das ist richtig toll. Ich sollte hier jetzt vielleicht aufpassen, nicht, dass der Drache hier jetzt gleich um die Ecke kommt. Das wäre nämlich ganz schlecht. Aber den werde ich nicht probieren, weil den schaffe ich einfach nicht. Ich schaffe ihn nicht. Ich möchte jemand anderes herausfordern. Oh mein Gott, ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken. Und zwar hier vorne dieser Mann, der da die ganze Zeit steht, ja, und nichts tut. Ich glaube, das Spiel möchte mir sagen, ich soll ihn angreifen. Na, ich habe ja damals hier auch mal gegen jemanden gekämpft und, ja. Oh, jetzt habe ich hier daneben geschlagen, nicht so toll. So, jetzt habe ich ihn. So. Ich weiß jetzt nicht, ob das schlau war oder nicht, aber ich möchte ihn angreifen. Oh, shit, ich sollte aufpassen. Ja, der hier verträgt aber nicht viel, der lässt mir bestimmt was Tolles, oder? Ich hätte vielleicht einen Menschlichkeitspunkt nehmen sollen. Fällt mir gerade ein, was tut der? Oh mein Gott, are you serious? Ich glaube, ich werde mal Menschlichkeits... ich werde mich in einen Mensch verwandeln. Oder nicht? So, erledigt. Ah, doch, ich hab was. Er hat mir was dagelassen. Menschlichkeit. Okay, und... oh mein Gott! Sonnenschwert, Sonnenschild, Sonnenlicht-Talisman. Eisenhelm, Sonnenrüstung, Eisenarmreif, Eisen... Gamaschen? Oh mein Gott, ich habe was bekommen, ohne dass... oh, sehr schön. Ah, es war, glaube ich, eine gute Idee, dass ich ihn bekämpft habe, oder? Jetzt bitte sag mir nicht, oh nein, Anaki, was hast du jetzt getan? Du hättest später so ein... das und das von ihm bekommen können. Aber ich meine, ich habe ihn ja lange am Leben gelassen, ne? Und ich glaube, ich habe jetzt tolle Sachen bekommen. Ausrüsten... ich habe ein Sonnenschwert bekommen. War das überhaupt ein Sonnenschwert? Ich glaube, ich kreiere hier wieder meine eigenen Waffen. Atora-Schwert. Sonnenschwert, ja. 240 ist auch gar nicht schwer, ist aber jetzt auch nicht so besonders stark. Ja, was kannst du denn? Dieses Standard-Langschwert gehört Solairi von Astora, ist von exzellenter Qualität und höchster Schmiedekunst und wurde stets gut repariert. Leicht zu bedienen und verlässlich ist es auch, doch seinem pompösen Namen dürfte es eher nicht gerecht werden. Okay. Ah, ich habe ein Schild. Ich habe ein Schild bekommen. Oh, ne, jetzt habe ich meins abgelegt. Wie doof. Sonnenschild. Okay. Ja, 280, da kann man eigentlich nicht meckern. Ich glaube, ich werde das ausrüsten, oder? Der Schild des Sonnenritters Solaire, oder wie auch immer man seinen Namen aussprechen mag, von Astora. Er trägt ein heiliges Symbol, aber da es Solaire selbst entwarf, hat es keine göttlichen Kräfte. Tatsächlich ist Solaires unglaubliches Können ausschließlich seinem Training geschuldet. Okay, alles klar. Nee, ich nehme dann doch lieber meine Waffe. Wir haben hier aber auch andere tollen Sachen. Die Sonnenrüstung, ne? Okay, die ist aber nicht schlecht, aber die ist halt schwer. Ne?
Der Helm von ihm? Ja. Ich weiß jetzt nicht, welcher Helm das gewesen ist, aber ich vermute mal irgendeinen Sonnenhelm, oder? Moment mal, wenn ich diesen Helm sehe, dann würde ich eigentlich erkennen können, welcher das gewesen ist, ne? Weil das komplette Gesicht verdeckt gewesen ist. Ist das der Elite-Ritterhelm gewesen? Nee, ne? Eisenhelm, hier. Das ist der Helm. Dieser Helm ist es gewesen. Okay, 350? Was habe ich hier mit meinem Gargoyle-Helm? Ja, nee, alles klar, den behalte ich auf jeden Fall. Oh, jetzt habe ich das weggenommen, wie doof. Wie doof. Eisenarmreif ist es, glaube ich, gewesen. Könnte das sein? Ja, ich glaube schon, aber nee, lasse ich mal die Finger weg. Habe ich noch irgendwas Tolles bekommen? Glaube nicht, oder? Weiß es nicht mehr. Schlecht, wenn man das alles nicht weiß, ne? So. Okay. Aber das habe ich dann schon mal getan. Jetzt muss ich auf den Drachen aufpassen. Ich glaube, der könnte hier jeden Moment um die Ecke kommen. Ich traue dem Vieh nicht. Bestimmt im Drachental für einen kurzen Moment bei seinen Freunden da. Könnte ich mir vorstellen. Boah, ich habe mich gerade für einen kurzen Moment erschrocken, weil ich mir gerade unsicher war, ob ich die Aufnahme überhaupt gestartet habe. Aber ist alles gut. Okay. Ja, dann werde ich jetzt weitermachen und werde jetzt hier nochmal entlang marschieren. So, jetzt sind die natürlich alle wieder da, ne? Das ist halt schade. Aber das ist hier. Ratzfatz funktioniert das hier, ne? So, hier, schaut mal, zack und zweimal und erledigt. So, hier genau dasselbe Spiel und zack, erledigt. Das ist so toll. Ich liebe diese Waffe. Ich hoffe, diese Waffe hilft mir auch, wenn wir dann dort hinten sind und die Gegner halt ein bisschen stärker sind, ne? Oh, ist hier jemand runtergefallen? Jemand runtergesprungen? Nein, bitte hier nicht automatisch irgendwas anvisieren, was wir nicht anvisieren sollen. Ja, die kommen eh nicht runter. Kannst ruhig ein bisschen Gas geben. Wir kümmern uns hier oben um die. Und ich finde diese Waffe hier eigentlich total mega. Ja? So, ich glaube, hier könnte mir das gelingen, wenn wir uns hier nicht so dumm anstellen. Ah. So, ich schieb hier nochmal ein bisschen Panik. So, wenn der sich jetzt daneben stellen würde, dann wäre das richtig toll. Dann könnte ich euch das zeigen. Oh, warum greift ihr mich denn jetzt an? Jetzt springt ihr immer wieder zurück. Schisser. Oh, das hier ist nicht so toll gewesen. So, Moment. Habt ihr es gesehen? Es hat funktioniert. Es ist mir gelungen. So, der wartet jetzt nur darauf, dass ich angreife. Damit er hier mich backstabben kann oder wie man das auch immer nennen mag. So, ich würde dann auch hier vorne die nochmal gerade erledigen. Dann würde ich am Leuchtfeuer nur schnell noch meine Rüstung reparieren, bevor wir dann weiterziehen. Denn ich glaube, meinem Blitzspeer geht es nicht mehr so gut. So, möchtest du bitte? Danke. Seht ihr, wie mega das einfach aussieht? Ich finde das so mega. Ich weiß jetzt auch nicht, worauf ich jetzt am besten achten soll, wenn ich jetzt hier aufsteige. Also, ja, solange ich ja die Waffen tragen kann, die ich tragen möchte, habe ich den Faden verloren. Ja, da möchte ich eigentlich lieber so meine Punkte in die Kondition stecken, ne? Damit ich dann halt auch ein bisschen schneller bin und so. Aufsteigen, Moment. Was halt auch gut wäre, wäre die Stärke für diese Waffe, die ich irgendwann mal tragen möchte. Ich zeige euch mal diese Waffe, die ich unbedingt mal tragen möchte, weil ich finde, die hat was. Es ist auf jeden Fall ein Schwert. Da ist ein bisschen Moos dran. Ich weiß aber jetzt nicht, wie diese Waffe heißt. Da müsste ich jetzt. Hier, diese hier. Das Steingroßschwert. Diese Waffe, die ist bestimmt richtig mega. Ja, aber wenn ich mir hier die Werte anschaue, ja, nötige Attribute, Stärke bei 40. Ja, wir sind mal gerade bei 21. Das könnte noch ein bisschen dauern. Und wer weiß, bis dahin haben wir dann bestimmt auch schon eine andere tolle Waffe gefunden, ja, wie zum Beispiel hier unser Speer. Ich würde jetzt am liebsten erstmal hier alles Waffe verstärken. Vielleicht? Ich meine, das Blitz. Diesen Blitzspeer habe ich ja erst, ne? Hier ein bisschen gelevelt, verstärkt und so. Speer, hier sind wir.
Genau, was benötige ich denn noch? Grauer Brocken. Das ist nicht so toll. Wo bekommt man die? Aufsteigen, Waffe verstärken. Nee, ich möchte eigentlich meine Ausrüstung und alles reparieren. So. Dann sind meine Seelen, die ich hier jetzt aktuell bei mir trage, nicht so ganz für die Füße, wenn ich die verlieren sollte. So, ich hoffe, ich komme jetzt hier in diesem... in dieser Festung. Ja, diese Festung hat aber auch einen bestimmten Namen, aber ich komme jetzt auf den Namen nicht. Irgendwas mit S, ich weiß es nicht mehr. Wir werden es gleich sehen. Ich hoffe, ich komme hier nochmal zurecht. Sens-Festung, so hieß es. So, dann komm du doch mal her. Ich hoffe, der andere bleibt noch ein bisschen oben stehen. So, komm du mal. Oh, zack, zack, zack. Oh, bin ich doof. Nur weil ich den Pfeilen ausweichen wollte. Okay. Kann ich hier bestimmt schon meinen ersten Flakon trinken. Weil ich hier nicht so gut bin im Moment. Ich stelle mich hier gerade total dumm an. Weg. Aha, daneben. So, ich würde den auch mal gern backstabben. Sehr schön. Seht ihr, 345 weg ist das Ding. So, dann darf der nächste auch kommen. Hallo? Ich sollte einen Flakon trinken. Diese Möglichkeit sollte ich ausnutzen. Ich weiß gar nicht mehr, weil die letzte Folge, die ich aufgenommen hatte, das ist letzte Woche gewesen. Ich glaube, ich bin hier gestorben, weil ich irgendwo runtergefallen bin. Kann das sein? Ich habe jetzt auch in die letzte Folge nicht reingeschaut. Oh Gott, schnell weg hier. So, komm. Ja. Halten, dass ich Angst vor dir habe, die sind vorbei. Oh oh. So, jetzt. Erledigt. So, super, dann kann ich jetzt weiter marschieren. Und ich bin ja auch noch nicht überall gewesen, ne? Das wird noch was. Richtig lustig hier. So. Hier habe ich keine Probleme. Aber hier an auch so einer Brücke, da bin ich gestorben. Das weiß ich noch. So, der zaubert jetzt so richtig toll vor sich hin. Möchtest du mich angreifen? Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du das tun würdest. Jetzt wäre ich fast runtergefallen. Scheiße! Oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Oh mein Gott, da hinten ist eine Kiste. Ah ne, das ist eine Treppe. Ich sollte mich beeilen. Ich sollte einen Flakon trinken. Ist hier unten. Oh mein Gott, ich werde hier richtig... Oh mein Gott, ich soll... Da ist eine Treppe. Ich sollte hier lang marschieren. Oh, ich sterbe. Ich sterbe. Ich bin tot. Ja. Verdammt. Okay, ah, ich sehe aber jetzt nicht, was dort drin ist. So gut, die habe ich erledigt. Ich werde mich jetzt tatsächlich runterspringen, runterfallen lassen, runterspringen lassen, genau. Würde ich mal vielleicht auf seinen Kopf springen? Warte, ich probiere das. Oh, okay. Ich habe dem aber schon einiges abgezogen. Oh, super. Trink schnell was. Wow. Ey, Leute, ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl hier. Oh mein Gott. Oh nein, das ist nicht so toll. Bitte nicht. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh mein Gott, ich hab ihn. Ich hab ihn erledigt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Blitzspeer ist so toll. Dämonen-Titanit. Dämonentitanit. Ausrüstung. Dämonentitanit. Ne, Moment, Gegenstände. Dämonentitanit, das sagt mir irgendwas. Glaube ich zumindest. Hier, verstärkt Waffen aus besonderen Seelen. Plus 5, okay. Ja. Ah, ich kann meine Seelen noch mitnehmen. Den habe ich erledigt, ihr. Habt ihr es gesehen? Ich habe ihn erledigt, ihr Uhrensöhne. So, da hinten ist noch einer, aber das habe ich auch nur zu verdanken, weil ich von oben auf ihn runtergesprungen bin, ne? Ich bin so gut. Also, ja, ich war gut. Das legt sich jetzt, ne? Ich werde hier jetzt vermutlich sterben, weil ich nicht weiß, was hier auf mich zukommt. Okay, wir haben hier eine Leiter. Ich trinke mal was. Ich fühle mich mit meinem Speer so unschlagbar. So unsterblich fast. So, ja. Solange ich keine Nebeltür betreten muss, ist mir alles egal. So, und jetzt ist hier eine Nebeltür. Ach Gott, dann würde ich mich kaputt lachen. Oh, hier komme ich hin. Ach so, okay.
Ah. Okay. So, verlauter, lauter habe ich jetzt gar nicht aufgepasst, was ich jetzt hätte mitnehmen können. Runterklettern. Nee, ich möchte nicht runterklettern. Ich möchte den anderen jetzt auch noch kaputt machen. Hihihi. Ich weiß, ich bin total übermütig. Ja, ich. Ah, ich habe jetzt hier voll Bock drauf, ne? So, hier nochmal schnell. Ich sollte zu meinem Zauberstab wechseln. Super, ich habe keinen Zauberstab, aber ich habe ja noch mein Schwert. Ne? Ich glaube, das wäre am sinnvollsten, dich mit meinem Schwert zu erledigen. So. Oh, und tschüss. Super. Jetzt muss ich mal gucken, ne, wie ich dich jetzt am besten besiegt bekomme. Weil ich sollte dann meinen Zauberstab ausrüsten. Ne? Ich glaube, das wäre am sinnvollsten. Moment mal. Ausrüstungen. Ich muss mal hier meine Pyromantie mal kurz rausnehmen. Bitte nimm's nicht persönlich. Ich liebe diese Pyromantie. Das glaube ich jetzt total falsch ausgesprochen. Achso, Sonnenlicht-Talisman haben wir noch. Moment, was bedeutet das? Talisman. Ah ja, weil ich ja bestimmte Zauber nur mit dem Talisman. Stimmt, ja, da war doch was. Genau, Anzeige umschalten. Ein Medium zum Wirken göttlicher Wunder. Der Talisman des Sonnenritters Solaire von Astora trägt ein heiliges Symbol, das Solaire selbst angefertigt hat. Dieser Talisman gibt Solaires aufrichtigen, felsenfesten Glauben wieder. Ah ja, alles klar, ich bin nicht gläubig, tut mir leid. Instant-Beschleuniger. Das ist doch Beschleuniger des Zauberers? Sie ist doch ein viel. Nee, ist er nicht. Beschleuniger des Zaubers. So. Ah nee, die habe ich ja hier. Ah, jetzt muss ich die richtige Taste drücken. Ansonsten habe ich nämlich ein Problem. So, können wir den bitte anvisieren? Wir müssen den anvisieren. Wer steht denn da hinten? Wo kommt der denn her? Wo kommt der denn her? Da hinten der. Wo kommt der denn her? Okay. Würde mich ja mal interessieren. So, und zack, zauber du jetzt. Nochmal. Nochmal. Ah, ich zaubere kleine Seelenpfeile, ne? Naja, aber er ist runtergefallen. Und bist du auch tot? Ja, das bist du. Okay. So, jetzt interessiert, wo kommst du denn her? Bin doch da eben runtergesprungen. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn ich dich anzauber, damit du hier reinläufst. Der hat aber schon. Ja, jetzt komm auf mich zu. Oh Gott, er kommt tatsächlich. Oh Gott. Ja! Super, ich wollte eigentlich mein Schild nehmen. Und habe aber die falsche. Hat er es überlebt? Er hat es überlebt. Das ist nicht gut. Ich glaube, der kommt die Leiter hoch. Oh, da weht der Wind. So, alles klar. Dann weiß ich auch, wo der herkam. Das ist nämlich der hier gewesen, ne? Ah, okay. Ich habe mir schon überlegt, wo kam der her? Jetzt wird er hier gleich bestimmt runterspringen, oder? Ja. Das tut er. Oder was auch immer der da oben jetzt gerade tut. Aber ich sehe ihn. Kann er sich jetzt nicht entscheiden, wo er hin soll? So, guck mal, ich komme dir entgegen. Oh, shit. So, ich glaube, jetzt hat er Lust zu kommen. So, zack, erledigt. Super, oder? Haben wir richtig toll gemacht. So, okay. Dann würde ich jetzt da unten nochmal alles bereinigen. So, indem ich versuche, dann hier den anderen Kollegen zu erledigen. Ja. Kann doch hier bestimmt einen von euch anvisieren. Nee, kann ich nicht. Okay. So, dich habe ich schon mal erledigt. Oh, shit. Oh, verdammt. Okay, Flakon trinken, schnell.
Okay. Ich sehe den anderen nicht, das ist mein Problem. So, du bist aber schon mal raus. Nein, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Das wäre nicht gut. Lass mich bitte in Ruhe. Oh mein Gott, trink, 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 trink. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, erledigt. Jetzt ist nur noch er hier da. Nicht wahr? So. Ja, komm du nur. Oh, okay, so, jetzt geht's mir auch schon wieder viel besser. Ich bin nicht mehr in Panik. Und zack. Und Backstabben funktioniert bei denen wohl nicht so. Oh, ich möchte nicht, dass der überlebt. Verdammt. Das hat er aber überlebt, ne? Das ist nicht so gut. Wenn ich jetzt gleich mit dem anderen hier angreifen will. So. Komm noch einmal. Ah, okay, der ist schon raus. Sehr schön. Oh, wie komme ich denn jetzt an den anderen ran? Der ist doch hier unten drunter. Oh. Ich glaube, ich bin dem voll in die Falle gelaufen. Kann den von hier gar nicht angreifen. Oh, shit. Ich glaube, das war von der anderen Seite, oder? Oh. Na, ganz toll. Aber der dürfte mich doch dann eigentlich in Ruhe lassen, oder? Ah, ich bin jetzt einfach mal weit genug gesprungen. Komm, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Kommt er jetzt? Kommt er jetzt? Nee, er lässt mich in Ruhe. Okay, das ist ja schon mal was. Gut, dann werde ich jetzt hier nochmal entlanglaufen. Dann muss ich von der anderen Seite wohl dann von oben runter. Was mich jetzt nur ein bisschen ärgert, ist, dass ich hier wieder so 9500 Seelen habe. Und wenn ich dann jetzt demnächst irgendwie aus welchen Gründen auch immer sterben sollte, sind die weg. Das würde ich jetzt nicht so toll finden. Aber immerhin, ich habe es geschafft. Dieses Gebiet ist clear. Das hätten wir schon mal. So. Ich möchte mein Schwert nicht ausgerüstet haben. Ich bin mit dem Speer eigentlich mehr als zufrieden. So, jetzt gib mal Gas. Ja, da muss ich von der anderen Seite auf den runter. Da muss ich zwar den kompletten Weg. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wo das war, aber ich weiß, dass das möglich war. Habe ich ihn da oben eigentlich erledigt? Gut, nicht, dass der mir noch zum Verhängnis wird. Ich hab's geschafft. Ich hab den einen erledigt. Dann schaffe ich den auch in den Katakomben. Na super. Jetzt bin ich schon wieder hier runtergefallen. Verdammt. So, dann sind wir hier wieder, wo ich eben abgestürzt bin. Immerhin. So, ich weiß nicht, warum mir das auf einmal so schwer fällt in der letzten Folge. Oder ja, in der letzten Folge ist mir das nicht so schwer gefallen. Ich muss hier mal sauber machen. So, hier muss ich aufpassen, ne? So, hier eine Rolle machen am besten. Genau, und hier kommt aber doch der andere jetzt raus, oder? Ja, das war an einer anderen Stelle. Super. Schild, weil ich stelle mich jetzt keine. Ah ja, hier schläft doch der eine, ne? Die Felsen kommen hier aber nicht runter, ne? Ich habe da auch nicht die Möglichkeit, da hochzukommen. Oh. Ja, oh nein, ich möchte hier nicht runterfallen. Ich möchte hier definitiv nicht runterfallen, aber ich möchte deine Seelen. So, komm. Oh, mein Gott, das war knapp. Hier komme ich zu dem anderen runter, ne? Ist der nicht hier unten drunter? Genau hier unten ist er. Hier unter mir ist er. Ah, wie komme ich da jetzt am besten hin, um den zu erledigen? Moment, ist hier nicht dein Kopf? Oh, ich weiß nicht, ob mir das gelingt. Hier liegt der andere. Ah ja, da liegt er. Moment mal. Nee, 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 nicht runterspringen. Ich bin mir hier noch ziemlich unsicher. Da unten ist er. Komm da nicht dran. Komm da nicht hin. Kann ich hier einsteigen oder so? Nee, das wird hier vermutlich stehen, ne? Verdammt, ich kann hier nicht runter. Okay. Gut, hier passiert nichts. Der Fels, der ist woanders hin. Von hier aber auch nicht, ne? Nee, von hier kriege ich den auch nicht auf den Kopf. Von hier. Hier könnte funktionieren.
Aber da bin ich zu weit oben. Das ist zu tief. Da würde ich ja sterben. Das hier ist perfekt. Das wäre perfekt. Oh. Ich probiere es. Ich probiere es einfach. Ich probiere es. Ich probiere es. Und daneben, wie sich das... Ah, ich bin schon gestorben. Oh, ach, ohne dass er jetzt irgendwas gemacht hat. Super, ich hoffe, dass meine Seelen oben bleiben. Super, hier bin ich auch wieder gestorben. Och man, weil der mich da oben runtergeschmissen hat, dieser. Okay, back again. Dieses Mal werde ich aber nicht hier runterspringen und versuchen, ihm auf den Kopf zu springen, denn das wird mir nicht gelingen, weil ich dann sterben werde. Und das wollen wir verhindern. So, wo war ich hier nochmal? Ah ne, von hier bin ich gekommen, glaube ich. Ja, doch, ich muss von hier gekommen sein, weil hier kommt jetzt der Felsen, nicht? Hier wird gleich der Felsen kommen. Na? Wo bleibt er? Denn der Felsen? Warum kommt er nicht? Hä? Warum kommt der Felsen nicht? Okay, da unten die zwei, das hat sich nichts geändert. Aber warum kommt der Fels nicht? Das wundert mich gerade sehr, um ehrlich zu sein, warum der nicht kommt. Ja, ist klar, dass du jetzt hier gegen mich kämpfen möchtest. So, da bekommst du nämlich überall eine verpasst von mir. So, zack, zack, zack. So, hier ist immer noch kein Fels. Was war hier nochmal? Ich höre wieder selber. Ah ja, ich höre den Felsen, glaube ich. Ah, hier ist der andere drin, ne? Genau, dann soll der mal kommen. Hey! Du! Okay, jetzt. Oh, jetzt hat er mich getroffen. Aber immerhin, es hat funktioniert. So, hier drin ist der größere Raum. Hier ist nichts. Aber hier. Ja, super. Ich bin extra ganz vorsichtig nach vorne gelaufen. Ganz toll. Gut, ich muss dann nochmal hier lang. Ah, hier ist der Dings gewesen. Ich dachte, der wäre auf der anderen Seite. Ah ja, alles klar. Das erklärt auch, warum ich getroffen wurde. So, dann ist hier jetzt auch ein Felsen runtergekommen. Ja, geht's noch? Wo kommen die jetzt überall durch? So, was war hier nochmal? Ach, eine Sackgasse ist hier gewesen. Stimmt. Wie dumm. Wie dumm. Gut, ich muss jetzt warten, bis der Fels erstmal hier unten angekommen ist. So, Sprint. Run, 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 run. Achso, das hätte ich auch vorher schon geschafft. Oder hätte ich schon vorher schaffen können. So, und hier kommt trotzdem auch der Fels. Hab da ein bisschen Bammel jetzt gerade, ne? Da ist er. Okay. So. Gut, dann nichts wie hoch. Frag mich, wo die überall herkommen. Oh oh. Ich muss mich beeilen. Ich wollte es gerade sagen. Die Ecke kam mir doch sehr bekannt vor. So, hier nochmal was trinken. Und da was trinken. So, dich möchte ich jetzt drehen. So, in diese Richtung, ne? Da unten, das ist ja die Richtung, wo doch der Wächter die Echse da geschlafen hatte, ne? Ich muss mir das gerade nochmal anschauen. Ja, das ist diese Stelle gewesen. Okay, dann kann ich hier mal gerade nochmal zurücklaufen, um sicher zu gehen, ob das hier auch diese Stelle ist, von der ich spreche. Ich glaube fast ja. So, habe ich dich getötet? Oh mein Gott, ich habe dich getötet. Das ist ja so toll. So, was war hier nochmal? Oh oh, das ist keine gute Idee gewesen. Ich weiß nicht, ob ich hier sein wollte. Ich glaube, ich wollte hier nicht sein. Oh mein Gott, hoffentlich ist hinter mir keiner. Oh, Vorsicht, Schild. Wow, 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 wow. Schild, 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 Schild. Oh, das hier ist, glaube ich, ganz dumm, dass ich hier hingegangen bin. Ich bin hier noch nie gewesen. So, immerhin bist du erledigt. So, was ist hier los? Wer ist hier? Was ist da? Ah, da unten ist mein Freund. Ah, wir sind jetzt genau über ihm. Ja, aber auch von hier aus werde ich sterben. Auch von hier werde ich sterben. Tut mir leid, dass man mich jetzt gerade nicht gehört hat. Ich habe gerade mit dem Kopf hier am Monitor so ganz komisch gehangen, weil ich dachte, ich würde mehr sehen, wenn ich meinen Kopf verschränke.
Verschränke, genau. Verrenken ist das richtige Wort gewesen. Ich glaube, was ich hier so tue, ist nicht so toll. Man könnte meinen, ich wäre suizidgefährdet. Geh nochmal einen kleinen Schritt zurück. Genau so, alles klar. So. Immerhin, ich kann mir das hier mitnehmen. Das ist doch schon mal was. Mach bloß langsam. Wappenring, ruhender Drache. Das hört sich aber fancy an. Möchte ich... Oh mein Gott, ich sollte erstmal einen Flakon trinken. Ach Gott, ich habe nur noch 3 Stück. Oder 2 jetzt. Moment. Ausrüsten. So, blauer Hartstahlring. Ich möchte mir nochmal den Ring anschauen. Hier ist der. Träger verursacht keine Geräusche. Absolut gar keine? Dieser Ring wurde heimlich von einem bestimmten dubiosen Magier der Drachenschule zu Winheim getragen. Der Ring ist mit einem ewig ruhenden Drachen verziert und schluckt alle Geräusche, die sein Träger verursacht. Das ist ja mal interessant. Sollte ich mir unbedingt im Hinterkopf behalten? Ich habe hier andere Ringe, bei denen ich jetzt nicht mehr weiß, für was die da waren. Achso, einmal hier für meine TP und für die Ausdauer und so, ne? So, jetzt muss ich ja erstmal gucken, keine Geräusche verursachen. Das ist ja richtig nice. So, ja, ich gehe mal stark davon aus, dass ich hier runterspringen soll, ne? Um hier weiterzukommen, denn ansonsten werde ich hier nicht weit kommen. Hier gibt es ja ansonsten keinen anderen Weg. Außer, dass ich hier mich vielleicht direkt auf ihn stürze, aber das würde ich ja nicht überleben, ne? Das haben wir ja schon mal probiert. So, ne, hier gibt es auch keine Leiter. Von da bin ich gekommen. Ne, das bedeutet, ich muss nochmal den kompletten Weg entlang laufen. Aber das ist ja gar kein Thema, das ist ja nicht schlimm. Solange ich überlebe, ne? Jetzt muss ich hier nur aufpassen. Okay, spring. Weg! Oh, das war Glück. So, Moment. Muss ich kurz überlegen, wo ich bin. Denn ich habe gerade mal keinen Plan. Ah ja, okay, hier ist die Treppe, ne? Genau, okay, alles klar. I know where I am. Ist das nicht toll? So, jetzt müsste ich das hier nur überleben. Ist jetzt noch nicht mal so schwer. Die andere Stelle ist so schwer. Und ich habe die geschafft, aber ich bin ja gesprungen. Achso, das hier ist immer noch da. Achso, ich habe das, glaube ich, eben nicht aktiviert. Das könnte natürlich auch sein. So, dann kann ich ja mit ruhigem Gewissen jetzt hier hoch. So, und die Felsen rollen jetzt hier entlang. Super, ich habe einen Durchbruch. Okay, sehr interessant. Gut zu wissen. So, hier kommt jetzt aber niemand mehr entlang, ne? Sehr schön. Sprinte, falls hier doch irgendein Felsen doch noch um die Ecke kommen sollte. Ich traue das hier. Ich traue dem hier nicht so. So, jetzt ist die Platte hier auch oben. Oh, oh, ich glaube, ich werde abgeschossen und ich habe es überlebt. Hier dürfte ja kein Felsen entlang kommen, ne? Ich habe das ja umgestellt, sollte man meinen. Und ich habe es nicht überlebt. Komm, schnell, steh auf, steh auf, steh auf! Oh mein Gott. Warum rollen die Felsen jetzt wieder hier entlang? Das gibt's doch nicht. Wie soll ich das überleben? Oh, los. Los, run, 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 run. Schneller, 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 schneller. Schneller, 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 schneller. Verdammt. Mich hat's erwischt. Wie dreht das denn immer um? So, da unten ist der Durchbruch, ne? Wer hat das denn umgedreht? Ich habe keinen Flakon mehr. Ich werde bald sterben. Wer dreht das hier denn immer? So, bleib du mal schön da. Ich muss jetzt hier runter. Ich auch direkt da runtergehen können. Was ist hier nochmal gewesen? Ich weiß nicht, ob das so toll ist. Ah, hier ist eine Treppe. Ja. Aber das ist ein Fahrstuhl. Oder sowas ähnliches. Bin ich schon mal hier unten gewesen? Ja. Glaube ja, oder? Nee, scheinbar nicht. Ich möchte nochmal zurück. Ich möchte diesen Durchbruch entlang. Wenn mir da dieser Felsen jetzt einen Strich durch die Rechnung macht. Und das tut er nicht. Gott sei Dank.
So, das hier kann ich nur von der anderen Seite öffnen, ne? Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Gut. So, wehe, der Felsen folgt mir jetzt. Dann flippe ich aus. Du folgst mir jetzt nicht, ne? So, okay. Weil eben, als ich hier unten gewesen bin, ist der ja hier durchgerollt. Ich hab's ja gesehen. So. Dann wollen wir mal. Okay. Sehr nice. So. Ach du meine Güte. Oh, bist du ein Magier? Hallo. You seem quite lucid. A rare thing in these times. I am Logan. I'm a bit cooped up, as you can see. I have a bright idea. Suppose you set me free. I'm old and empty-handed, but I could repay you with knowledge and sorcery. This place is melting my mind. The inactivity is repressive. Ja, ich möchte öffnen. Generalschlüssel benutzt. Ach, dafür benötigt man den Generalschlüssel. Okay. Reden. Oh, heavens. Thank you. I'm saved. And I'd love to resume my travels. But I must log a few things first, and I owe you a favor. I will return to Firelink Shrine. Speak with me there, so that I may impart my sorcery. Dankeschön. Am Feuerschrein. Ich glaube, da halten sich alle auf, oder? So, was ist hier unten? Hier unter mir? Würde ich auch mal gern wissen. Oder über mir? Oh, schaut mal, hier oben, wir sind draußen. Also so gut wie. Ich kann die hier auch öffnen. Okay. Ja, und dafür braucht man auch den Generalschlüssel. Seh mal an. Kann ich das hier rausnehmen, ohne dass ich da jetzt runterfalle? Ja, Leiche plündern, Seele hält, okay. Ah, okay. So, schnell. Okay. Na, hier kommen wir in den Wald. Oder man sieht hier den Wald, sagen wir es mal so. Okay. Sehr schön, das Ganze hier. Okay, ich möchte hier nochmal weg. Ich fühle mich hier unwohl. Da vorne, die sollte ich vielleicht dann noch öffnen, oder? Ah, die sind offen. Ah, ne, du bist nicht offen. Kann ich dich auch... Ja, ich kann dich auch aufmachen. Bringt das jetzt was? Nee, ne, ich sehe da nichts, aber ich mach sie trotzdem mal auf. So, zack. Ich dachte jetzt, ich würde sterben. Was nicht schlimm wäre jetzt unbedingt. Wäre jetzt nicht so schlimm. Ich dachte gerade, wie zur Hölle komme ich jetzt da hoch? Ja. Wo bin ich? Ah ja, natürlich. Jetzt kommt aber hier auch wieder ein Felsen entlang, ne? Weil irgendjemand da oben rumgedreht hat, oder? Jetzt komme ich bestimmt an dieser einen Stelle nicht mehr hoch. Das wäre doch jetzt eine Katastrophe, wenn dem so wäre. Weil... Oder ich muss runterlaufen. Oder ich muss runterlaufen. Moment, ist hier oben mir das Gitter? Aha, ich bin doch hier gewesen. Ich wusste doch, das ist diese Stelle hier, ne? Ne, das ist sie nicht. Ne, da haben drei Figuren gestanden. Hier steht nur eine. Ja, das hier ist bestimmt von der anderen Seite. Oh, warte, oh, habe ich mich erschrocken. So, und jetzt ist hier noch mehr der Felsen, ne? Weil irgendjemand das wieder... So, ich muss dir folgen. Ich weiß nicht, wo es hingeht, aber ich muss dir folgen. Schneller, 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 schneller. Wow. So. Wo sind wir hier? Ah! Hier habe ich doch meinen Blitzspeer herbekommen, ne? So, wäre das jetzt sinnvoll, wenn ich hier mit dem Fahrstuhl hier rumfahre? Ich warte erstmal, bis der Felsen hier entlang gekommen ist. Und dann werde ich da mal weiterziehen, um einfach nur mal nachzuschauen, was dort so ist. Eigentlich müsste ich ja mal die Zeit stoppen, um zu sehen, wie viel Zeit ich habe. Okay. Ich warte bis... eine Seele. Das ist eine Seele. Ich warte auf den nächsten Felsen. Okay, sehr schön. Goldener Schlangenring. Okay, schnell, bin nochmal weg hier. Goldener Schlangenring. Den schaue ich mir jetzt mal an. Ausrüstungen, goldener Schlangenring. Wir finden ja so viele Ringe hier, das ist ja der Wahnsinn. Goldener Schlangenring. Erhöht
Chance, Gegenstände aufzufinden. Die Schlange ist ein unvollkommener Drache und das Symbol der Untoten. Da sie Opfer verschlingt, die größer sind als sie selbst, gilt sie auch als Symbol für Gier. Dieser mit einer Schlange verzierte Goldring gewährt seinem Träger eine höhere Chance, bei einem besiegten Gegner Gegenstände zu finden. Okay. Was ich jetzt mal gerade bräuchte, wären Flakons. Okay, ich muss hier aufpassen. Wo geht's denn hier lang? Ich glaube, hier geht's nicht wirklich weit rein. Oh oh, ich glaube, das hier wird mein Tod sein. Und ja, das ist mein Tod. Und tschüss. Jetzt bin ich dort eben entlang gelaufen, um meine Seelen zu holen. Und dieser Felsen, ich habe den umgestellt, dass der woanders entlang läuft. Und dann laufe ich hoch und dann kommt mir dieser Felsen entgegen. Ich würde mal gern wissen, was das für ein Rotz ist. Da muss doch irgendjemand dann hochlaufen und mir das umstellen. Boah, das hat mich jetzt gerade so angekotzt. So, kommen sie jetzt beide. Natürlich kommen sie jetzt beide. Na super. Richtig toll. Habe ich mich jetzt draufgestellt? Ja. Sehr schön. Immerhin, einer ist raus. Einer ist raus. Oh, geht mir doch mal nicht auf den Keks hier. Oh, das macht mich gerade so sauer jetzt. Okay, ich sollte jetzt mal aufhören. Mann, ich war so nah dran. Ich wäre wieder fast dort gewesen, wo ich in der letzten Folge gestorben bin. Das macht mich jetzt echt sauer, dass das jetzt, weil mir dieser dumme Felsen jetzt da entgegenkam. Echt. Oh, macht mich das sauer. Meine Seelen übrigens, die habe ich geholt. Wollte euch gerade hinzuschalten und dann kam der Felsen mir entgegen. Also das ist echt eine Katastrophe hier. So, dann komm du jetzt mal her. So, oh. Ja, nee, nicht so gut. Du stehst mir noch ein bisschen zu weit vorne. Ja, komm. Komm her, ich habe keine Zeit für so Spielchen hier. So, zack. Zack. Oh, ich sollte aufpassen. Oh, okay. Und? Ah, ich würde dich gern... Ja, komm, wenn du runterfällst, umso schöner wär's. So, und tschüss. So, dich muss ich jetzt auch schon eliminieren. Oh, jetzt kriege ich ihn natürlich nicht anvisiert. Wie soll es denn auch sonst sein? So, schnell, bevor der zum Zaubern kommt. Das wäre nicht so gut. So, und erledigt. Auch tot. Sehr schön. So, sprinte. Ja, okay. Hab das Gefühl, du bist noch mal ein bisschen langsamer geworden hier, oder? Wer hat da gerade auf mich gezaubert? Ah, von unten die bestimmt. Kann ja nur die von unten gewesen sein. So, und Gas geben. Und hier um die Ecke. Drei Stück sind es immer. Das habe ich jetzt mittlerweile auch kapiert. Genau, den lasse ich jetzt auch schlafen. So, kommt hier jetzt ein Felsen oder nicht? Naja, die letzten Male kam ja auch keiner. Ne, hier kommt auch keiner. Den mache ich jetzt platt, weil ich gedacht habe, der verstellt mir das vielleicht. Aber der ist es gar nicht, weil ich habe den eben ja auch kaputt gemacht. So, zack. Erledigt. Okay. Ob die das sind? Verstellen die mir das? Kann das sein? Oh, super. Habe ich daneben geschlagen. Nein, so. Mach ihn fertig. Okay. Erledigt. So, der dreht schon mal nicht mehr darum. Bitte spring mir doch ins Gesicht. Da ist ein Bergstab gewesen. Sehr schön. Und genau so macht man das. Dann darfst du gerne treten, ne? Aber ansonsten bitte nicht treten. Treten ist nicht toll. So, wenn jetzt auf einmal hier ein Felsen runterkommt, flipp ich aus. Aber komplett. So, es dürfte aber jetzt niemand mehr kommen, der jetzt irgendwo da rumtritt. So, Moment. Ja, bei dir habe ich doch auch so einen kleinen Trick. Den habe ich entwickelt, weil ich so ganz schlau bin. Oh, super. Ja, immerhin. Ich habe einen abgekriegt. Ah, das ist nicht gewollt gewesen. Ja, so. Und jetzt bist du tot. So, lass mich mal schnell hier durch. So, jetzt muss ich hier schon meinen ersten Flakon trinken. So, jetzt kommt hier ein Fels, ne?
So, ah, hier sind sie. Okay, super, hier sind meine Seelen. Ja, es geht nicht anders. Ich sterbe so oder so. Oh, okay. Erledigt. So, mich würde mal interessieren, wer immer dann hier rumkommt und die Dinger hier drin. So, ich würde auch mal gern... Wo läuft der jetzt entlang? Wo läuft der denn hin? Ist der doof? Okay, ich denke, wir sehen uns später. So, hier möchte ich lang. Hier bin ich nämlich das letzte Mal gestorben. So, gib Gas. Oh. Das ist nicht clever gewesen. Schnell, schnell, schnell was trinken. Ich weiß nicht, wer hier ist. Niemand. Haha. Niemand ist hier. Hier bin ich das letzte Mal gestorben. In der letzten Folge. Hier bin ich gestorben. Okay. Ja, ich würde sagen, mach langsam. Aber ich glaube, wenn ich langsam bin, ist das gefährlich. Kann ich bei dem dritten eine Pause machen? Ist da genügend Abstand? Oh, Leute, ich kann's nicht. Ich werde sowas von sterben. So, jetzt, 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 jetzt. Ich hab's geschafft. Die Panik war umsonst. So, aha. Sieh mal an, wen wir da haben. Hey. Na? Bin aber froh, dass du alleine hier bist. Boah. Na? Ich würde dich gern backstabben. Danke. Oh, hat sogar funktioniert. Da oben ist auch einer. Ich habe den nicht gesehen. So, schnell weg mit dir, bevor der hier runterkommt. Von da bin ich gekommen. Jetzt muss ich erstmal... Komme ich da hinten durch? Oder ist hier eine Sackgasse? Ne, da komme ich tatsächlich... Ah, hier ist der Fahrstuhl oder was? Hätte ich jetzt auch mit dem Fahrstuhl hier entlang können? Dann lache ich mich ja kaputt. So unnötig gequält. Ah, hier komme ich auch entlang. Ich höre was. Ich wusste, dass du runterkommst. Ich wusste es. Du hinterlistisches Drecksvieh. So, und nochmal, weil es so schön ist. Stirb. Okay. So, was haben wir hier? Ah, du bist hier. Okay, mit dir komme ich... Das ist gar kein Thema. Mit dir komme ich eigentlich gut zurecht, ne? Wir haben das ja schon geübt, als ich am Anfang immer ein paar Mal gestorben bin. So, und? Backstabben? Ne, funktioniert nicht. Nochmal. Und nochmal. Sehr schön. Erledigt. Oh, dieser Blitzspeer ist einfach der Shit. So, was haben wir hier? Eine große Scherbe. Gut. Die brauche ich, glaube ich, hier für die ein oder für die andere Waffe. Aber nicht für den Blitzspeer. Da brauche ich Brocken. Brauche ich irgendwelche Brocken. So, Schild hochhalten. Was ist hier los? Okay. Oh my God. Are you serious? Oh mein Gott. Oh, nee, 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 nee. Wer ist da? Ah, da. Steht er. Okay, you wanna play games? You wanna play games? Alles klar, gar kein Thema. You wanna play? Mir spielen. So, erstmal weg hier. So, und jetzt zauber ich. Ja, ich bin nämlich einer der guten Magier und so. Mir wurde das richtig gut beigebracht. Erledigt. Oder? Ist hier auf der anderen Seite noch irgendjemand? Bleib jetzt erstmal hier stehen. Oh my God. Schaut mal da unten. Da waren wir ja auch schon mal, ne? Wie komme ich denn da hin? Ja, von draußen gewesen, oder? Okay. Hier oben ist nichts. So, dann gehen wir mal ganz langsam. Okay, hier werde ich mich beeilen müssen. Oh mein Gott. So, einen weiteren Schritt kann ich jetzt nicht gehen. Okay, ich glaube, das hier ist dumm gewesen. Nicht aufstehen. Nein. Nein. Oh mein Gott. Nein. Wie ätzend ist diese Stelle, bitte. Super, bin wieder gestorben. Ich bin fast dieselbe Klippe runtergefallen. So, hier sind schon mal meine Seelen. Eben gestorben bin, das ist doch schon mal was. So, hier bin ich nämlich gestorben. Ich mag das hier überhaupt nicht. Ich fühle mich hier total unwohl und so.
Ich möchte das eigentlich alles gar nicht. Und ich sterbe schon wieder, weil ich gesprungen bin. Och, ich hasse das hier einfach. Das ist doch scheiße. Ich bekomme hier echt leichte Aggressionen. Ganz, ganz leichte Aggressionen bekomme ich hier. Es macht im Moment keinen Spaß. Das hier ist auch der letzte Versuch für diese Folge. Und dann werde ich auch diese Folge hier beenden, weil ich habe die Schnauze voll. Ich bin eben nicht an der Klippe gestorben, sondern der hat hier mich mit einem diese Echse hat mich mit dem Schwert hier angegriffen. Obwohl ich noch nicht mal in der Nähe des Schwertes gewesen bin und bin gestorben. So, jetzt wollen die natürlich nicht sterben, ne? Das ist natürlich richtig toll. Oh, oh shit. Aber okay, jetzt ist dann einer schon mal erledigt. Oh nee, doch nicht. Warum nicht? Ich dachte, leidet ihr etwa nicht? So gut, dann machen wir das eben so und dann ist hier auch ganz schnell Schluss. Ja, ich habe mir auch überlegt, wenn ich dann jetzt oben bin und mir die ganzen Dinger hier entgegenkommen, da werde ich meine komplette Rüstung ablegen, damit ich federleicht bin und damit keine Probleme habe, hier durchzukommen. Weil ich bekomme voll die schwitzigen Hände, ich werde total nervös und genau dann kacke ich ab. So, möchtest du mich angreifen? Möchtest du es wenigstens probieren, mich anzugreifen? Das wäre... Oh, nee, das, diesen Angriff mag ich eigentlich nicht so. So, das ist in Ordnung. So, dann ist das Treten toll. So, dann muss ich jetzt mal hier meine Waffe wechseln. Seht ihr, wie gut ich hier schon bin? Weil ich schon so oft hier gestorben bin, dass ich schon genau weiß, was ich hier zu tun habe. Das ist eine Katastrophe einfach. Und dann stirbt man, weil man abstürzt. Also gut, ich bin ja eben nicht gestorben, weil ich abgestürzt bin. Aber trotzdem, das macht einen echt... Nee, ich traue mich nicht. Ich bin nämlich zu langsam. Wird mir da eine leichtere Rüstung anlegen und hoffe, dass ich dann dadurch ein bisschen schneller bin. So, Axt Nummer 1, 2 und zack, spring einfach mal, weil ich bin mir unsicher. So, ah, ich habe noch 10 Flakon. Seltsam, normalerweise habe ich dann schon eins getrunken. So, Felsen dürften hier keine kommen. Habt ihr gerade diesen roten Balken da gesehen? So viel hat er doch gar nicht. So, ja, du wirst vermutlich zaubern. Eben hat er gekotzt. War nicht so toll. Oh, shit. Oh, und er springt mir jetzt natürlich nach. Oh, das hier ist dumm. Hier, bitte. Ah, ich bin hier. Ah, okay. Ja, da bin ich eben gestorben. Genau hier bei ihm. Der andere hat mich jetzt vermutlich gesehen, ne? Oh. Ja, er hat mich gesehen. Er brüllt schon. Er brüllt. Ja, aber du kommst hier nicht hoch, ne? Nee. Du kommst hier nicht hoch, du Lappen. So, dann muss ich dich hier mit Pfeilen angreifen. Mit großen Seelenpfeilen. Denn ich werde hier jetzt nicht sterben. Oh nein, jetzt tun die mir das an. Echt jetzt? Okay, ich könnte das probieren. Hier. Guck mal, ob du so weit schleudern kannst. Tut er das denn jetzt? Nein, was habe ich gemacht? Ich habe... Nein, wenn ich jetzt sterbe, das wäre so dumm. Nein. Ah, ich habe mein Schild nicht. Ah, ich habe mein Schild nicht. Ich habe mein Schild nicht. Ich habe mein Schild nicht. Nein, jetzt habe ich meinen Zauberstab. Ich will ihn nicht. Ich will meinen Zauberstab nicht. Oh mein Gott, ich gerate in Panik. Ah. Komm, mach ihn Platz. Mach ihn Platz. Mach ihn Platz. Mach ihn Platz. Trink einen Flakon. Oh, trink zwei. Trink. Ja, oh mein Gott. Es hatte ich ein unfassbares Glück, wenn ich jetzt wieder gestorben wäre. Ich wäre ausgeflippt. Ich wäre so ausgeflippt. Nur weil ich mein Schild jetzt nicht ausgerüstet hatte. Oh. Ich sehe hier nichts. Kamera und so. Die Kamera ist so scheiße hier in diesem Spiel, muss ich doch ganz ehrlich sagen. Gott sei Dank. Also, die Kamera ist hier fürchterlich. Ist einfach so. Muss ich einfach so sagen, wie es ist. So. Ja, du bist aber tot, ne? Das hat mal gerade so kurz ausgesehen, als würdest du einfach so da mal abhängen. So. Warum springe ich hier so? So, hier könnte ich das ja mal eingesch... Ah, nee. Hey, ne? Den hier mache ich eigentlich noch am liebsten. Genau, zack. Und dann zack, zack, zack. Oh, ne, jetzt habe ich die abgekriegt. Verdammt. Oh, nein. Nicht gut, nicht gut. Weg hier. Oh, Mann. Natürlich, das ist mir die ganze Zeit gelungen, als ich euch jetzt nicht mit reingeholt hatte und ausgerechnet jetzt funktioniert es nicht. Ich wollte nochmal drauf kloppen, einfach nur um sicher zu gehen. So, hier muss ich jetzt nochmal einen Flakon trinken.
Sonst überlebe ich das hier nicht. Und oben muss ich dann nochmal eintrinken. So, komm, 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 komm. Gib Gummi. Aber wir schaffen es eh nicht, weil ich bin dann trotzdem zu langsam. Ja. Bin dann trotzdem zu langsam. So, und oben werde ich meine Rüstung ausziehen. Das könnt ihr mir glauben. So, komm. Danke. Ah, das hier mache ich auch nicht gerne. Hier verliere ich auch immer gerne Leben. Ja, ich weiß nicht. Einmal hat es funktioniert. Da habe ich... Da ist mir gar nichts passiert. Und hier kacke ich einfach nur total ab. So, ich werde jetzt kein Flakon trinken. So. Muss hier erstmal meine Rüstung abgeben. So. Bin jetzt nackt unterwegs. Und bin jetzt auch ein bisschen schneller. Zumindest sagt mir das mein Bauchgefühl, dass ich schneller bin. So. Und rennen. Rennen, 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 rennen. Okay. Super. Ja, ich bin jetzt nackt. Nicht so gut. Ausrüstung auswählen. Gargoyle-Helm. Wo ist dieser schicke Umhang hier? Ah. Ich hoffe, die lassen mich in Ruhe. Hier einmal. Das hier. Wo sind meine anderen tollen Sachen? Ich hatte doch so ein schönes Kleidchen an. Oh, blutbefleckter Rock. Ja, aber nö. Wir nehmen den hier. Den hatte ich ja die ganze Zeit schließlich an. Okay. So, dann würde ich mich auch erstmal hier mich um dich kümmern, ne? Wie gehabt. Oh, shit. Schnell, Schild. Sehr gut. Und jetzt kannst du nochmal zweimal draufkloppen. Perfekt. So, ach ja, das hier ist der Fahrstuhl oder so, ne? Keine Ahnung, was hier ist. So, ich weiß, dass sobald ich hier hingehe, dass du runterkommst. Ne? Weil du bist einfach... Ah, ne, der kotzt da. Die kotzt. Sie möchte kotzen. Sie möchte einfach weiterhin kotzen. Genau, so. Ah, jetzt fängt sie hier an. Genau, so. Und ich greife dich einfach die ganze Zeit an, bis du tot bist. So, perfekt. So, immerhin, das habe ich geschafft. So, hier haben wir noch eine Echse. Ne? Wow, und noch einmal. Ah ne, das war nur einmal der große Stoß. Okay. Jetzt aber nochmal, oder? Nee. Oh, shit. Dreh dich um. Dreh dich um. Oh, oh. Oh, ich würde dich gerne backstabben und so. Gelingt mir jetzt nur nicht. Was ziemlich blöd ist. Okay, noch einmal. Und dann retten wir sie. Sehr schön. Das wäre jetzt ein Ding gewesen, wenn ich jetzt noch gestorben wäre. So, und jetzt sind wir hier an meiner totalen Lieblingsstelle. Ne? Die einfach mal so zum Abkotzen ist. So richtig zum Abkotzen. Achso, ich muss hier auf den aufpassen. Dich habe ich fast vergessen. Dich hätte ich fast vergessen. Aber auch nur fast. So, wird auch mal gern wissen, wie ich da auf die Seite komme. Jetzt bestimmt irgendwas, was ich da... Oh, jetzt runtergefallen. Ja, wenn ich ganz viel Pech habe, komme ich mit. Und falle auch. Seht, dann ist das hier auch alles so dünn. Eigentlich ist das gar nicht so schwer. Schaut mal. Ich stelle mich einfach nur wahrscheinlich dumm an. Ich bekomme aber trotzdem schwitzige Hände und so. So, Moment. Ich muss hier mal die Kamera ein bisschen drehen. Hier dürfte mir ja nichts passieren, ne? Gut, ein weiterer Schritt nach vorne wäre tödlich. Okay, Nanaki, wir rennen jetzt nach vorne. Und wir werden nicht springen. Lauf. Ich werde springen. Ich hätte springen sollen. Ich hätte springen sollen. Verdammt. Okay. Das soll es dann für heute gewesen sein. Besser wird's nicht. Also ich werde jetzt im Anschluss die nächste Folge aufnehmen und werde mich jetzt noch ein bisschen aufregen und allem drum und dran. Und hoffe, es wird mir dann gelingen. Was war das denn? Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten und drücken wir doch die Daumen, dass mir das dann gleich gelingen wird. Bis in der nächsten Folge. Tschüss.